Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem LS22 Story Projekt. Ja, ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich euch das letzte Mal mitgenommen habe am Hof. Und es waren ein paar Fragen offen. Ich habe euch über ein paar Sachen informiert. Aber es war noch nichts handfest. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht mit meinem Berater zusammen. Und es ist nicht nur Gedanken, es wurde auch einiges schon umgesetzt. Und ich würde mal sagen, ich fange da mal ganz gemütlich an. Das erste seht ihr eigentlich schon hier vorne. Dass es hier in Zukunft jetzt einen Teleskoplader gibt. Der gehört auch mir fix. Der ist gekauft. Mit den Anbaugeräten. Und da werden jetzt der ein oder andere sich denken, yo, er wollte Geld einsparen und hat hier jetzt einen Teleskoplader rumstehen. Ist ein Argument. Aber es hat sich noch ein bisschen mehr getan. Also das ist quasi jetzt unser zweites Zugfahrzeug, mit dem wir hier auch wirklich hantieren können. Was auch in Zukunft auch die Göweil hier oben betreiben kann. Und natürlich auch zum Ausmisten gedacht ist und für die ganze Tierversorgung. Ansonsten ist hier die Grastechnik eigentlich unangetastet. Da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt gewesen. Traktor ist auch geblieben. Aber jetzt kommen wir mal hier rüber. Den Hänger kennt ihr ja noch. Das habe ich ja gesagt. Ballen, Transporthänger, was wir brauchen. Hat ja unseren Fliegel ersetzt. Also da haben wir definitiv Plus gemacht bei dem Tausch. Und was mir ein bisschen schwerer gefallen ist, ist das Gerät hier nebendran, unseren Ladewagen. Und eigentlich war ich mit dem Klaas-Ladewagen sehr zufrieden, aber ich muss mir wirklich eingestehen und hat auch mein Berater gesagt. Und der Jürgen hat es auch schon mal erwähnt. Ob der nicht vielleicht ein bisschen zu überdimensioniert ist für meinen Hof. Und ich sag mal, vom Kosten-Nutzen-Faktor hatten sie recht. Deswegen jetzt eine Nummer kleiner. Was jetzt eher auf dem Hof passt und natürlich auch etwas günstiger ist, wo ich mir auch was einsparen konnte. Ihr seht schon einiges an Veränderungen hier. Fällt mir auch ein bisschen schwer, muss ich sagen, immer noch. Ziemlich schwer sogar. Aber es hilft nichts. Wir müssen wirtschaftlich denken und das war schon mal eine ganz große Entscheidung dazu. Aber die größte Änderung finden wir in der Halle hier. Weil ihr seht, unser Fendt und die Pelletpresse, was hier stand, ist wieder komplett zum Händler zurückgegangen. Ich muss sagen, klar, durch das neue Angebot oder den neuen Preis von der Pellethalle war das Ganze auf jeden Fall komplett unwirtschaftlich. Es ist auch für meine Feldfläche, muss man wirklich ehrlich sagen, auch unwirtschaftlich gewesen, überhaupt den Versuch zu wagen. Und deswegen ging der auch wieder komplett zurück. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich ein bisschen zusammengeschrumpft. Und denke ich, besser aufgestellt als vorher, vor allem vom geldlichen und wirtschaftlichen Aspekt. Die Saftproduktion ist auch schön am Lauf. Wir haben schon hier ein paar Apfelsäftchen gepresst und abgefüllt. Den Tieren geht es auch ganz gut. Da ist allerdings ein bisschen Knappheit bei Futter aktuell. Aber da legen wir jetzt dann auch gleich los. Denn da geht es jetzt dann direkt zum Mähen. Und dann werden wir auch noch mit zum Jürgen runterfahren. Da müssen wir ja auch noch ein paar Felder mähen. Aber jetzt seid ihr mal auf dem aktuellen Stand. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr es auch so gemacht hättet oder nicht. Obwohl, ich sehe gerade, sind wir noch nicht. Ich habe vergessen noch zu sagen, dass unser Transporter samt Anhänger auch verschwunden ist. Den habe ich auch abgegeben. Weil wir doch eigentlich alles aktuell mit dem Traktor fahren und wir brauchen so oder so immer einen Frontlader, um was auf- und abzuladen, was Paletten angeht. Also ist es, glaube ich, eh sinnvoller, das Ganze mit dem Hänger und mit dem Traktor zu machen, als noch ein zusätzliches Fahrzeug zu bezahlen.
Aber jetzt schauen wir mal, ob der Jürgen zufällig auch erreichbar ist. Jürgen, bist du zufällig im Funk? Ich behaupte mal ja. Oh, das heißt, du bist arbeiten. Definitiv. Ja, könnte man so sagen. Das ist gut. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch gerade was, was dich freuen könnte. Ich spanne nämlich gerade die Mähwerke an. Und werde jetzt bei mir oben anfangen und dann mich in deine Richtung runterarbeiten. In Richtung meines Hofs oder in meine Richtung? Deines Hofs. Wieso, wo bist du gerade? Also ich fahre gleich bei dir vorbei. Echt? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich die sehe. Vielleicht kann ich dafür sorgen. Also heute hackelt ein bisschen mein Traktörchen. Beim Rückwärtsfahren. Hast du ein bisschen viel im Getriebe gerührt? Ja, das könnte sein, ja. Nee, aber ich muss leider auch sagen, ich hätte ja letzte Woche schon bei dir angefangen zu mähen, wie wir es eigentlich besprochen hatten. Aber ich bin einfach nicht vorher dazu gekommen. Es gab ein bisschen zu viel zu tun am Hof. Und übrigens nochmal Dankeschön, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Mit dem Heu. Ja. Für meine Tierchen. So, solange ich was da habe, ist das nicht das Problem. Ja, in Zukunft sollte ich jetzt schon eher selber wieder was produzieren. Hoffe ich doch, dass das jetzt so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Hey, was du da hinter mir? Also gesagt, dass man das hinkriegt, dass du mich siehst. Na, das stimmt allerdings. Aber du bist doch... Hast du nicht gesagt, du bist beim Dreschen? Ja, aber irgendwie muss man also... So, ja, abfahren, ja. Mit in die leere Hand oder in hohle Hand kippen und hin und her laufen, das ist ganz schön, also zeitaufwendig, habe ich gehört. Findest du? Ja. Aber wie bist du eigentlich runtergekommen? Hast du dich fahren lassen oder Taxi oder wie oder was? Ich habe mir ein Taxi geholt, das muss ich nachher dann wohl nochmal wieder tun, wenn ich da fertig bin, aber... Ich hätte ja gesagt, ich fahre dich runter, aber... Das Problem ist halt, ich weiß noch nicht, wie lange das hier dauert. Ich habe leider kein Auto mehr. Aber das war ein Beifahrersitz im Träger. Stimmt, den hätte ich noch. Den hätte ich ja. So, ein bisschen aufpassen bei den Bäumen schon. Wenn mein Getriebe nicht so ruckeln würde. Doch nochmal wieder zum Service. Ja, da sollte ich schon lang mal hin. Das ist, glaube ich, auch das Problem. Der schreit mich eigentlich jedes Mal an, wenn ich hier reingehe. Dann solltest du dich da vielleicht irgendwann mal drum kümmern in nächster Zeit. Oh ja. Es wird jetzt definitiv langsam wirklich Zeit. Und ich glaube, ich sollte hier mal ein paar Bäume fällen. Die nehmen meinen Apfelbäumen ein bisschen Schatten. Oder, nehmen. Geben meinen Apfelbäumen Schatten, so wollte ich sagen. Ja, gut. Ist halt... die Sache der Natur? Das ist jetzt aber nicht den ihr Ernst, oder? Also diese Hofhelfer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hier stehen überall noch Apfelkisten rum.
Hast du sie wieder nicht bezahlt? Was heißt hier wieder nicht? Oder streiken die? Jürgen? Was heißt hier wieder nicht? Vermutung. Vermutung? Ah ja. Als hätte ich schon mal irgendjemand, der für mich gearbeitet hat, nicht mehr bezahlt. Sehe ich nicht? Ich auch nicht. Ich glaube nämlich nicht. Doch, stimmt. Ich habe jemanden nicht bezahlt. Kommt mir gerade. Ich habe dich, glaube ich, in Dürenroh das letztes nicht mehr bezahlt. Das mag sein, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, da hatten wir andere Sachen zu tun. Ja, also wenn, dann ist das wahrscheinlich auch irgendwie einfach nur stumpf untergegangen. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube auf jeden Fall, nach dieser Mähaktion muss ich definitiv den Traktor beim Händler abgeben. So schlimm? Ja, das ist echt nicht mehr normal. Aber gut, ich sollte mir vielleicht mal eine Scheibe von dir abschneiden. Und vielleicht den Service früher machen und nicht immer bis zum Ende ausreizen. Kann auf jeden Fall helfen, ja. Oh, diese Pfeifen, echt. Muss ich auch noch um die Paletten rumfahren. Dafür hat unser lieber Fritz hier bei seinem Feld das mit der Unkrautbekämpfung, also nicht so gut gemeint. Naja gut, er hat ja auch ziemlich abgebaut mit seinen Feldern, also. Ja, ist richtig. Ich habe ja ein paar übernommen von ihm. Ja gut, ich habe das eine von ihm übernommen, aber das andere hier unten. Ja, ich kann mich, glaube ich, nachher erstmal mit der Heckenschere ins Schneidwerk stellen und das ganze Unkraut daraus schneiden. So schlimm gleich. Ja, der steht höher wie die Hirse. Oh. Das ist natürlich dann nicht so prickelnd. Ja, das ist vielleicht ein bisschen doll gewesen, aber gut. Ja gut, und der ist ja auch, kann ja auch nicht mehr so. Auch in Ordnung. Ja klar. Dafür bist ja du jetzt da. Ich glaube auch, dass er das Feld danach, denke ich, nicht mehr selber bewirtschaften wird. Ich werde es nicht kaufen. Dafür ist mir das zu teuer. So, was will er denn dafür? Hat eine Million? Oh. Ich hätte ja fast gesagt, ja, nehme ich mit, aber... Du kennst ja meine Situation auch nicht so. Ist auch nicht gerade so rosig. Oh. Ja. Oh. Das ist knapp. Das ist eine knappe Kiste. Eine knappe Million für dieses Feld habe ich nun mal auch nicht rumliegen gerade. Nicht? Hätte ich gerne. Ich dachte, dass du eigentlich besser aufgestellt bist wie ich. Ja, also das mag sein, dass ich vielleicht in einigen Bereichen besser aufgestellt bin. Vor allen Dingen, was halt den Bereich Ackerbau angeht. Aber auch bei mir also liegt das Geld nicht so rum, dass ich sagen kann, ich kaufe mir einfach mal das, was ich jetzt gerade unbedingt möchte. Hm, okay, gut zu wissen. Ja, auch schon, ja, bei so viel Abstrich, ja doch, ein bisschen Abstriche habe ich ja gemacht.
Du hast Abstriche gemacht? Ja, also das eine mal den einen Teil gezwungenermaßen. Mehr oder weniger. Jetzt bin ich neugierig. Ja, also ich habe mal den grünen Fenden nicht mehr. Also ich habe gar keinen Fenden mehr. Den 500er? Ja, der ist weg. Wieso das denn? Der ist... Wo wir mit dem Pressen fertig geworden sind. In der Woche ist der noch zum Händler zurückgegangen wegen einer Rückrufaktion. Okay. Und ja, das Problem war eher, dass sie nicht sagen konnten, wie lange der weg ist. Oh. Da kann ich halt schlecht mitarbeiten mit. Wir wissen nicht, wie lange du den Träger nicht hast. Ich brauche irgendwas. Ja gut, das stimmt, ja. Solltest du ja auch irgendwo deine Ernte und alles hinkriegen und deine Felder bewirtschaften. Ja, ich meine, der ist jetzt dafür nicht essentiell wichtig. Aber es macht nun mal, zumindest weil der T7 ja noch ein bisschen nicht so günstig ist in der Betriebsstunde. Echt? Ja, ich meine, das kennst du mit deinem Fan irgendwo her. So, also ich kann den noch zahlen. Ich weiß nicht, was da ist. Zahlen kann ich den auch, das ist nicht das Problem, aber es lohnt sich halt rein wirtschaftlich nicht wahnsinnig. Also willst du sagen, du hast dich damit ein bisschen verkalkuliert? Nee, aber um alles zu machen, nur mit diesem Trecker, das lohnt sich nicht. Ja, okay. Das Problem. Weil der dafür einfach auch für einige Sachen viel zu groß ist. So, und dann war die Diskussion hin und her und... Ja, der ist denn jetzt einfach ganz zurückgegangen, der kommt nicht wieder. Okay. Dafür hat unser Händler noch so einen Vorführer, einen Johalen T5 da gehabt. Der ist zwar von der Leistung her kleiner, aber das, was der machen soll, kann er und er passt auch in die Einfahrt zum BGA-Trichter. Da, wo der 500er nicht durchgepasst hat. Ja, okay, das ist ja... Finde ich mal nicht so schlecht, oder? Ja. Kannst du mich ein bisschen besser einsetzen. Ich meine, der ist jetzt nicht neu. War ein Vorführer, der hat jetzt ja aktuell irgendwie 150 Stunden oder so runter. Aber ja, er tut das, was er soll. Wartung ist frisch drauf. Und war dementsprechend natürlich auch ein bisschen günstiger. Okay, also müsstest du sagen, Win-Win-Situation. Bedingt. Natürlich, einfach durch die weniger Leistung ist der natürlich nicht mehr ganz so einsetzbar wie der Fendt vorher. Weil ich muss nun mal jetzt mit dem T7 auch Grubbern fahren. Das, was vorher der Fendt gemacht hat, weil das kriege ich mit dem T5 nicht hin. Na, okay. Das ist nun mal leider so. Aber da muss ich wohl mit leben. Dafür habe ich halt ein bisschen Geld gespart, dass ich den T7 zur Not einfach noch ein bisschen mehr einsetzen kann, ohne dass ich direkt anfangen muss zu weinen. Ja, also wenn du mal irgendwie, sagen wir mal, einen Traktor brauchst zum Aushelfen oder so, kriegst du einfach an, dann kriegst du mein Fendt. Ja. Der ist irgendwie höre ich da ein Lachen im Hintergrund. Ja, der steht nicht mehr allzu weit weg von dir. Ja. Steht nämlich auch beim Händler. Was macht er denn beim Händler? Der ist samt der Presse zurückgegangen. Wieso war das die Geschichte von wegen mit, die Halle wird zu teuer und so weiter? Unter anderem, ja. Also ich kann so viel sagen, ich glaube, wenn du das nächste Mal zu mir auf den Hof kommst, ja. Ich habe einen Teleskoplader gesehen. Ja. Hat sich ein bisschen was geändert. Ja. Also. Bei mir hat sich auch noch was geändert. Oh. Ins Positive oder ins Negative? Was ist weg? Der Fiat ist auch weg. Wieso ist der Fiat weg? Erstens, weil
ich aktuell nicht das Geld habe, mir also ein Restaurationsobjekt auf den Hof zu stellen, was mir auch dadurch, dass der ja nicht komplett fertig ist, ja auch die ein oder andere Funktion nicht ganz so richtig funktioniert, nicht voll einsetzbar ist. Ja, okay, wir haben es ja an der Göwei gesehen, dass das jetzt nicht unbedingt so... Ja gut, das war, ist die falsche Kupplung, aber das ist ja noch das kleinere Problem, aber der hat ja auch noch andere Macken gehabt, dass zwischendurch das Getriebe spinnt oder ne, die Achse vorne ist auch nicht mehr so grandios gewesen. Sowas lässt du mich fahren? Ja, es war alles in Ordnung, aber es ist halt nicht unbedingt toll. Okay. Ja gut, dann ist es halt auch ein Argument. So, und bevor ich mir dann halt was auf den Hof stelle, wo ich jetzt erstmal noch Geld rein investieren muss, damit er halt wieder schön ist, um dann damit zu arbeiten oder vernünftig arbeiten zu können. Mhm. Oder halt erstmal sage, gut, Restaurationsobjekt schön und gut, aber ich habe halt auch nicht die Zeit dafür, den zu restaurieren aktuell. Naja, einfach gut. Jetzt gerade zu viel zu tun. Und das dann halt wieder rumstehen zu haben, lohnt sich dann auch nicht. Das Geld kann ich aktuell für andere Sachen besser brauchen. Na gut, das kann ich nachvollziehen, ja. Wir haben halt doch wieder von null angefangen. Ja, hat halt noch mehr Reparaturen gebraucht und alles Mögliche. So Teile kriegst du auch wieder nicht schnell ran. Das dauert auch seine Zeit. Mhm. Also es geht noch, aber wie wir festgestellt haben, ist der Trecker ja irgendwo um die 30 Jahre alt. Das kriegst du halt auch nicht mehr an jeder Ecke unbedingt. Naja, das ist das Nächste, ja. Und wahrscheinlich Gebrauchteile werden auch verschämt teuer sein. Wenn du es nicht mehr als Neuteil kriegst. Ja, also es gibt halt rund erneuert, aber das ist teilweise echt wirklich unverschämt teuer. Aber dann bin ich ja auch beruhigt, wenn du auch ein bisschen aufs Portemonnaie schauen musst. Und das war halt die Sache, so weiß ich, wie lange ich den Trecker halt noch quasi nicht voll einsetzen kann, weil das war ja quasi der Plan, wo man den halt vor der Göwei einsetzt, einfach, dass er was tun kann und sinnvoll eingesetzt werden kann, weil für viel mehr kann ich ihn aktuell halt nicht großartig nutzen. Naja. Ja, dann ist halt die Sache, ich brauche den nicht rumstehen lassen, wenn ich ihn nicht wirklich nutzen kann. So, ich habe jetzt nur das Problem, dass ich im Endeffekt jetzt einen 140 und einen 340 PS Trecker auf dem Hof stehen habe und nichts dazwischen. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe einen 200 PS Schlepper rumstehen. Was heißt rumstehen? In dauerhafter Benutzung. Und habe jetzt also Unterstützung... ein 140 PS Teleskoplader. Also. Ja, aber ich brauche halt nicht zwangsweise einen 340 PS Dreher. Vielleicht war das auch ein bisschen hochgegriffen. Umbinden. Möglicherweise. Sehr wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da haben wir uns vielleicht auch ein bisschen so mit unseren Vorhaben gegenseitig ein bisschen gepusht. Ja, und das war halt so. Na, irgendwann kann man das sicherlich mal gebrauchen, passt schon. Weil den 942 hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte auch noch ein bisschen kleinere nehmen können. Ja, das mag sein. Das war halt wahrscheinlich auch so, jo, für die Zukunft wäre das sicherlich nicht schlecht. Irgendwann braucht man das sicherlich, nehmen wir einfach mal, passt schon. Mhm. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt sage, ich gebe den jetzt zurück und tausche den durch den kleineren aus, was weiß ich, den 275. Mhm. Mit den Zahlungen, die ich bis jetzt geleistet habe, kostet mich der 275 am Ende mehr. Na gut, das ist jetzt nicht so dann die sinnvollste Aktion. Nee, deswegen wird der halt auch bleiben, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt so grandios sinnvoll ist zum aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Aber bevor ich jetzt anfange, wieder Geld auszuwerfen für im Endeffekt ja nichts, was ich gewinne, bleibt der halt. Hat der auch überlegt, den Drescher zu tauschen gegen den kleineren?
kleineren Drescher? Ja, also gegen den Tucano zum Beispiel. So wegen der Feldfläche? Ja, weil ich da den halt einfach nicht ausgelastet kriege. Das Problem ist einfach, so der war ja nicht neu. Den habe ich ja auch schon gebraucht geholt. Mhm. Ja, und für das, was der Händler gerade irgendwie im Angebot hätte, müsste ich für den Tucano mehr bezahlen, wie ich für den größeren Drescher kriege. Lohnt sich also auch nicht. Na gut. So ein wirklicher Rückschritt wäre es halt höchstens von der Arbeitsbreite vom Schneidwerk. Ja. Das Schneidwerk 70 cm schmäler ist. Ja, gut, die 70 cm. So, und der Korntank ist 500 Liter kleiner, wie der, den ich jetzt habe. Mhm. Aber dafür halt im Endeffekt mehr Geld auszugeben, lohnt sich auch nicht. Ja. Also heißt für dich eigentlich jetzt eher schauen, Geld verdienen und mehr Feldfläche bearbeiten. Ja, dass ich halt die Maschinen irgendwie so ausgelastet kriege, dass sie den dementsprechenden Gewinn generieren. Nee, gut, und deswegen bist du wahrscheinlich auch drin. Maschinen, die umstehen, generieren halt keinen Gewinn. Mhm. Das erklärt auch, warum du beim Fritz in Lohnarbeit unterwegs bist. Ja. Weil irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Weil ich sag mal so, aktuell so die Aufträge, was ich mit abfrühstücken könnte, muss ich leider ehrlich sagen, also die rentieren sich ja mal gar nicht. Nicht mehr da. Das ist wahrscheinlich alles so Spielkram. Ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt meine Maschinen verschleiß, Sprit und unrechne, was ich hin und her fahren muss, was für mich das für eine Arbeitszeit ist, und kriege ich im Endeffekt... Wollen die auch eigentlich alle Siloballen haben, ne? Ja. Das ist halt dann auch wieder so ein Ding, wo ich mir sag, muss jetzt nicht unbedingt. Da lohnt sich's nicht, die Aufträge anzunehmen. Ne, vor allen Dingen, ich das nur die Güver theoretisch zur Verfügung hast, das ja. Halt, dafür ist, lohnt sich der Aufwand halt nicht. Nee, weil ich ja alles eigentlich. Also ich habe ja noch ein bisschen, also habe ja trotzdem noch ein bisschen erweitert nebenbei durch das Geld, was ich gespart, also beim New Holland gespart habe, beim T5 habe ich ja anderweitig wieder investiert. Oh, wie was? Wie du hast erweitert? Ja. Wir haben ja festgestellt zwischendurch, dass irgendwie den Wickler bei der Güver ja nicht abschalten können. Ja, wegen dem Automatikprogramm, ja. Mhm. Das heißt, wir könnten ja keine Grasballen wickeln. Ja. Oder keine Grasballen machen, weil der das ja automatisch zu Siloballen durchwickeln will und das wollen wir ja teilweise gar nicht haben. Ja. Ich habe jetzt eine Klaas Roland 520 auf dem Hof stehen. Dass wir auch Grasballen machen können, ohne die zu wickeln. Okay. Und einen Kalksteuer habe ich auch gekauft. Sage ich jetzt so, einerseits finde ich es ja gar nicht schlecht. Nur andererseits ist es halt jetzt die Frage, dann brauchst du ja eigentlich auch zum Strohpressen? Eigentlich die Güver auch nicht. Nicht unbedingt, nee, das ist richtig. Also rein kostentechnisch macht es keinen Sinn, ist das richtig. Mhm. Nur ist halt die Sache so, die Presse, die ich habe, ist voll bezahlt. Bei der ist mir das relativ egal, ob die jetzt Geld verdient. Die Güver müsste halt Geld verdienen noch. Ja, sollte sie. So, dann ist mir das halt lieber, wenn wir da die für die Sachen zumindest noch weiter nutzen. Dass die halt wenigstens ausgelastet ist. Ja, weil die dafür einfach zu teuer ist, Hans. Ja. Das allerdings. So, und immer das Gras in lose lagern. Gut, ich kann es bei mir zum Teil lose lagern, aber bei dir, ja gut, du musst dir das halt irgendwo mitten auf den Hof geben und das ist auch irgendwie nicht so sinnvoll, ne? Nee, ich sag halt, bei mir ist halt, ich sag mal, die Göberl ist halt gerade perfekt gewesen, allein schon wegen Mischfutter. Ich habe jetzt nicht unbedingt, sagen wir, Platz hätte ich schon, aber
nicht die Möglichkeiten, mir Mischfutter irgendwo überall hinzukippen, dann noch Gras hinzukippen und Heu und sonst was. Ich muss es ja zwangsweise essen, das ganze Zeug. Jo. Dass ich es überhaupt irgendwie sinnvoll handeln kann. Ja gut, habe ich halt also zumindest zum Teil einen Vorteil bei mir am Hof. Ja. Das stimmt allerdings. Aber auch ich kann halt nicht ständig beigehen und mir den Kram lose hinkippen, weil dann geht mir der Platz auch irgendwann flöten. Also muss das irgendwie ins Ballenlager wandern. Mhm. Ich sag mal, ich habe ja keine Alternative gefunden, weil jetzt wo Sinn machen würde. Zumindest für das, was du also haben möchtest, nicht? Nee. Ja, eben. Ich sag mal, ja, zum Grasballenpressen, ja. Pressen und wickeln, ja, dann hätt's auch eine normale Presswickelkombi getan. Ja. Wäre nicht so, hätte ich ja auch gehabt schon. Die ja, eigentlich auch wieder in Tausch gegangen ist, weil ich halt auch wegen Mischfutter und so weiter eigentlich auch schon wieder eine Lösung gesucht habe. Aber da habe ich jetzt wenig Angst. Ich glaube, die Göwal, die wird sich trotzdem rentieren. Ja, wie gesagt, das ist halt für solche Aufträge ist es einfach zu viel Arbeitsaufwand. Also gut, man könnte sie halt zum Feld fahren und das dann da reinkippen und dann brauchst du zumindest dann nicht erst noch zum Hof fahren, da ne, umladen, blabliblub. Mhm. Ja, könnte man machen. Gut, ich sag mal, am sinnvollsten wäre es eher, wenn ich halt sag, ich habe jetzt wirklich eher Aufträge nicht weit weg vom Hof, die jetzt auch noch Sinn machen, wo ich sag, ich pack den Scheiß einfach dahin und muss eigentlich nur noch den Abtransport gewährleisten und hab sonst halt kurze Wege, dann den es auch noch Sinn machen, aber... Ja, das Problem ist, dafür hast du hier bei dir am Hof nicht genug Wiesen, ne? Jo, weil der Einzige, wo hier Wiesen hauptsächlich hat, bin ich. Ja, und dann hört es auch schon auf, weil die nächsten Wiesen kommen erst alle wieder bei mir. Ja. Also ist das Ding auch schon wieder gegessen. Aber ich sag mal, ich glaube mit meiner Verschlankungstour, ist es glaube ich auf einem guten Wege jetzt hier mit dem Hof. Aber das hast du ja auch noch nicht ganz so alles mitgekriegt, was ich hier so umgeworfen habe. Außer, dass der Fendt und die Pelletpresse weg ist und du einen Teleskoplader gesehen hast. Das ist richtig. Ja gut, und wie gesagt, halt mein Kalkstreuer ist endlich angekommen. Auf den habe ich jetzt wie lange gewartet? Zweieinhalb, drei Monate? Drei Monate. Ja, das ist schon hart, was es teilweise Lieferzeit hat, das Zeug. Nee, ich habe den Anfang des... Ich wollte den ja haben vorm Ansehen. Ich wollte vorm Ansehen Kalk streuen. Der ist jetzt angekommen. Der Kram ist quasi in den nächsten ein, zwei Wochen erntereif. Ja, okay. Hat ein bisschen gedauert. So ein ganz kleines bisschen. Minimal. Ach so. Ich kann mich da an der Aussage erinnern, das ist kein Problem. Lieferzeit ist nicht lange. Ja. Ja gut. Das kommt die Definition von nicht lange drauf an. Ne? Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Dauert nicht lange. Mhm. Aber selber sollst du am besten sofort da sein. Das machen. Jetzt am besten gestern schon fertig haben können. Ja. Aber ich glaube, es gibt noch eine wichtige Info, wo du wissen solltest. Da bin ich jetzt gespannt. Ich sag mal, für in Zukunft abfahren bei dir. Ja. Müssen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja. Weil, ich sag, du hast es ja selber schon gesagt. Mein Berater hat es mir auch gesagt. Und ich war ja wieder besserer oder anderer Meinung. Sagen wir es so. Und hat mir gemeint, ich muss ja den Glasladewagen kaufen, der eigentlich auch im Kosten-Nutzen-Faktor-Vergleich bei mir ein bisschen zu überdimensioniert war. Nee, zumindest für die aktuell vorhandene Fläche wahrscheinlich. Also ja. Sind halt Garantien, ja.
Den habe ich nämlich jetzt auch gegen einen kleineren getauscht. Habe ich aber auch nur gemacht, weil ich damit finanziell auch besser weggekommen bin. Aber ich habe jetzt einen halb so großen Ladewagen. Ja, gut, dann ist das halt so. Aber ich sag mal, es ist schon dafür die Maschinen. Schon dafür ein Geldbeutel. Und passt, glaube ich, zur aktuellen Größe wesentlich besser. Ja, der war halt vielleicht für den Arion ein wenig... Okay, so groß, also ein wenig groß, zu groß jetzt nicht, aber ein wenig groß. Ich muss ja auch sagen, er war ja eigentlich auch gedacht, dass er hinterm Fendt läuft. Ja, gut. Also, da wäre es jetzt wurscht gewesen, aber bei unserer hügeligen Landschaft jetzt unbedingt den Arion vor so einen riesen Ladewagen klemmen, weiß ich jetzt nicht, ob das auf Dauer so gesund ist. Ja, muss jetzt, also gut, es geht halt ne, auf die Technik. Ja. Und dass ich die ganz schön strapaziere, das sagt mir mein Servicebericht. Ja. So, aber die Bahn, kriege ich die gesamt? Jo. Aber dann würde ich sagen, mache ich jetzt bei mir hier oben meine Wiese noch fertig. Dann organisiere ich mir noch ein Käffchen. Und dann komme ich in deine Richtung schon runter. Ja. Also im Endeffekt mähen ist halt die gleichen Flächen wie beim letzten Mal. Ja. Da hat sich nichts geändert. Okay. Nee, das passt. Einzige, dass das also dann diesmal alles zu Silage verwurstet wird. Ja, okay. Ja gut, ich muss bei mir ein bisschen was auf Roll machen, weil... Du weißt ja, du hast mir nicht umsonst ausgeholfen. Deine Lager sind leer. Ja gut, da habe ich zumindest den Vorteil, dass ich noch ein bisschen was da habe. Aber mir geht tatsächlich die Silage flöten. Ja gut, ich sag mal, ich habe von gar nichts viel da. So ist es jetzt nicht. Einzige, was ich glaube ich aktuell ausreichend habe, ist Stroh. Und mit ja, Stroh habe ich auch mehr als genug und ich bin noch nicht fertig mit der Ernte. Alter, manchmal glaube ich echt, ich bin nicht ganz sauber. Da werde ich jetzt keine Wertung zutreffen. Habe ich doch tatsächlich mein Mähwerk nicht gesenkt. Wie soll ich ihn dann bitte mähen? Mit Plattfahren kriege ich keinen Ertrag. Das ist eher schwierig, das ist korrekt. Naja, aber gut. Ich meine, man könnte sicherlich mal eine Studie darüber machen. Ja, das kann man machen, wenn man genug Geld auf dem Konto hat. Aber du könntest ja auch jetzt machen. Nee. Wenn das lohnt, ist, also dann hast du nebenbei noch die Studie, ob sich das überhaupt lohnt. Kann ich dir jetzt schon sagen, dass sich das nicht lohnt? Dann brauche ich die Studie gar nicht erst anfangen. Na nee, gut. Na gut, aber meine Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut gerne in der nächsten Folge mit rein. Lasst gerne ein Däumchen da und auch gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Oh.